Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast des von uns, den Fatal Five. Wir reden natürlich heute wieder über Raw, SmackDown und natürlich auch über NXT. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Diesmal begann Raw damit, dass Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins reinkamen. Ja, und Roman Reigns sprach dann darüber, dass er wegen seiner Krankheit zur Erkenntnis gekommen war, dass das eben ziemlich kurz ist. Und er damit zufrieden ist, wenn es der letzte Auftritt des Shield gewesen sein sollte, dass er es dann auf jeden Fall nicht bedauert und es geliebt hat, mit seinen Brüdern da aufzutreten und zu gewinnen. Und dann hat er aber Seth Rollins das Wort überlassen, der ja bei WrestleMania sein Titelmatch bekommt. Und dann hat Seth Rollins noch gesagt, ja, er hofft natürlich, Brock Lesnar zu besiegen. Dann hat Paul Heyman ihn unterbrochen, ganz schnell gesagt, ja, Lesnar hat in den ganzen letzten Jahren Goldberg, Big Show, Samoa Joe und so weiter alle besiegt. Doch dann hat Rollins gesagt, ja, aber gegen Daniel Bryan, AJ Styles und Finn Balor war er kurz vor einer Niederlage. Und gegen diesen Lesnar wird er eine Chance haben. Ja, und dann ging es auch schon los mit dem ersten Match. Nachdem Seth Rollins attackiert wurde von Shelton Benjamin, der ein Trainingspartner von Brock Lesnar ist, hat Seth Rollins Shelton Benjamin dann in einem Match besiegt, nach 10 Minuten, was ich fand, ein sehr gutes Match. Sehr schön anzusehen, sehr gute Aktionen drin, Shelton Benjamin hat endlich wieder gezeigt, was er kann. Was meint ihr dazu? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang erst so gedacht habe, dass hier der Shield vielleicht doch irgendwie sagt, dass es nicht ganz vorbei ist. Also, dass sie sich halt gegenseitig unterstützen werden, was sie ja werden, wie man im späteren Verlauf von Raw gesehen hat. Aber dass das Tag Team sozusagen oder dass sie keine Matches mehr zusammen haben werden, ist, denke ich, klar. Deswegen ist das Segment für mich auch an der Stelle berechtigt gewesen. Dass Roman Reigns wenig gesagt hat und Dean Ambrose gar nicht, finde ich ein bisschen schade. Aber man hat natürlich das Hauptaugenmerk auf Seth Rollins gelegt, der ja dann seinen Titel kommt bei WrestleMania und die Promo war wieder mal richtig gut. Man hat gemerkt, dass Paul Heyman mal wieder seine Standardsätze sagt und dann hat Seth Rollins das einfach umgedreht mit dem, ja, aber Finn Balor, AJ Styles und wer auch immer noch, war schon echt gut. Dann hatte Paul Heyman natürlich seine Standardausreden von wegen, gegen die konnte er sich nicht vorbereiten, da ist einfach ein Paul Heyman zu gebissen. Aber mit Shelton Benjamin habe ich überhaupt nicht gerechnet und das Match danach war auch echt schön, zumindest die Suplexes. Wenn man dann WrestleMania schaut, weiß man, Suplexes werden nicht so schön, wie sie hier ausgeführt worden sind und da hat man schon erwähnt, Rollins. Aber das Match an sich war echt schön anzusehen. Ein guter Opener. Da schließe ich mich Luke tatsächlich an. Ich habe auch nicht mit Shelton Benjamin gerechnet, da man ihn schon, keine Ahnung, wann das letzte Mal gesehen hat in den Shows. Daher war ich sehr überrascht, dass er überhaupt auftaucht. Aber gut, wenn er, wie gesagt, wurde ein Trainingspartner von Brock Lesnar ist, beziehungsweise war, macht das Ganze natürlich Sinn, dass er den Rivalen von seinem Trainingspartner antreift. Ja, auch ein sehr schönes Match, wie Luke auch sagte, die Suplexes, wenn man denkt, was Brock Lesnar für Suplexes macht, die ja eine Schande für den Move Suplex Suplex sind, waren die von Shelton Benjamin echt sehr gut. Im Endeffekt hat ja Roman Reigns seinen Turf Stomp gewonnen, finde ich den Moves ja auch immer sehr schön anzusehen. Ja, zum Thema Shield war ja, wie geplant, wie schon gesagt wurde, die Verabschiedung von The Shield, was Roman ja auch gesagt hat. Ja, ich fand's auch relativ schade, dass Dean Ambrose absolut nichts gesagt hat. Aber gut, es ging ja hauptsächlich eher um Seth Rollins und um sein Match bei WrestleMania. Und ich bin echt gespannt, wie dieses Match wird. Es könnte echt ein starkes Match werden. Ja, also ist ja schon so ziemlich alles gesagt. Der Punkt mit Dean Ambrose lässt sich aus meiner Sicht einfach daraus erklären, dass ja jetzt ganz offensichtlich ist, dass sein Abgang definitiv kein Work ist und wahrscheinlich hat er nicht mal Bock gehabt, irgendwas dazu zu sagen, weil für ihn sowieso klar ist, dass nach WrestleMania Feierabend ist. Ja, das Segment an sich, schöner Opener, hat die Leute ein bisschen angeheizt, weil kaum zu glauben, aber war, Roman Reigns kann Leute anheizen, auch im WWE-Universum, wir haben den Punkt also endlich erreicht und von daher, was soll man da groß sagen? Das Match an sich war okay. Ich hätte es, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht gebraucht, weil mir auch ein bisschen, ja, mir kam es ein bisschen zu überraschend. Natürlich weiß ich, warum es passiert ist und dass es auch ein bisschen Sinn macht irgendwo, aber ich hätte es so nicht gebraucht, weil man setzt Shelton Benjamin gefühlt monatelang nicht ein und jetzt auf einmal ist er wieder da. Also finde ich ein bisschen doof. Also ich gebe euch da recht, habe auch nicht mit Shelton Benjamin gerechnet, vor allem weil er ja eigentlich bei SmackDown vorher war. Und ich weiß auch nicht, wann er da das letzte Mal zu sehen war.
Ich hatte zwischenzeitlich schon gedacht, das ist der neue Paul Heyman-Guy nach Lesnar. Sollte Lesnar irgendwann die WWE verlassen. Vielleicht wird er ja auch der neue Paul Heyman-Guy. Dann hat er ja gesagt, dass er der Trainingspartner ist, ja. Aber die Suplexes waren deutlich besser wie die von Lesnar selbst. Ja, ich schließe euch da an. Ich schließe mich euch da an. Die Suplexes von Shelton Benjamin fand ich auch viel schöner. Aber dann kommen wir doch mal zum zweiten Match. Einem Intercontinental Championship Match zwischen Bobby Lashley und dem Champion Finn Balor. Nach knappen 10 Minuten hat Leo Rush Finn Balor abgelenkt. Dann kam der Spear von Bobby Lashley und Bobby Lashley ist der neue Intercontinental Champion. Ja, ich finde schade, dass man Balor jetzt wieder seinen Titel verlieren gelassen hat. Ansonsten fand ich es aber ein Match, was in Ordnung war. Und ich finde auch Lashley als Champion nicht schlecht, also ich habe da nichts gegen. Yippie, ein neuer Champion. Was soll ich? Eigentlich gar nichts. Denn ich bin ehrlich, ich bin nicht so ein großer Fan davon, dass Bobby Lashley jetzt wieder der Champion ist, denn Balor hat den ersten gewonnen und direkt wieder zu verlieren ist einfach schwendet, muss ich ehrlich sagen, denn Finn Balor hat über 2 Jahre keinen Titel mehr gehalten und jetzt gewinnt er endlich mal wieder einen und dann verliert er ihn direkt wieder. Das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße, auch wenn damit wahrscheinlich der Demon-Charakter aufgebaut wird und er den Titel bei WrestleMania zurückbekommen wird, finde ich einfach, dass der Titel Wechsel an sich war. Ja, da hätte ich lieber ohne den Titelwechsel den Demon Balor aufgebaut und die Fehde dann bei WrestleMania komplett beendet. So einfach nur unnötig. Ich fand das Match ganz interessant. Vor allen Dingen gab es ja zwischendrin dann ja eine kleine Verwirrung, als Finn Balor auf dem obersten Turnbuckle stand und auf einmal die Ringglocke geläutet wurde und selbst Ringrichter dachte, hä, was jetzt? Und sie haben nächstes Mal blendete man die Ringglocke ein und es war nicht die Leute, die das eigentlich machen. Nein, es war Leo Rush, der damit das erste Mal Finn Balor ablenken konnte, was aber nicht geholfen hat in dem Moment, denn er konnte den Move, den Bobby Lashley danach gebracht hat, noch kontern. Allerdings, nach der zweiten Ablenkung war es durch den Spear leider geschehen. Finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich schätze Finn Balor echt sehr, fand es gut, dass der Titel gewonnen hat, finde es schade, dass er ihn so schön wieder abgeben musste, gerade wieder mal gegen Bobby Lashley, wieder mal dank Leo Rush, alles so einen Demon aufzubauen. Wir werden es sehen, es gibt ja Gerüchte, einerseits, dass er seinen Titel als Demon dann bei WrestleMania zurückholt. Andererseits steht das Gerücht im Raum, wie seit rein Gerücht, dass er als Demon gegen den Undertaker antreten soll. Wo ich sage, da hätte ich lieber den Titel, das Titelmatch, weil, da sage ich mich, warum haben sie ihm den Titel abgenommen, wenn er nicht beim nächsten Pay-Per-View verteidigen darf? Ja, werden wir sehen, wie es ist, wie es wird, ob es der Undertaker wird oder ob es Bobby Lashley wird. Ich bin echt gespannt, vor allen Dingen gespannt, den Demon mal zu sehen. Ich muss sagen, ich habe den Demon leider noch nie in einem Match gesehen, von daher bin ich da ganz gespannt drauf. Denke mal, egal wie es wird, ich hoffe, es wird gut. Bullshit. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also sollte dieses Gerücht stimmen, und ich sage bewusst sollte, dass man wirklich den Titelverlust von Finn Balor deswegen gemacht hat, um ihn dann bei WrestleMania gegen den Undertaker antreten zu lassen, dann ist für mich dann endgültig der Punkt gekommen, dass ich sage, wenn ich Sohn von Vince McMahon wäre, würde ich mir ein Altersheim für den Mann suchen, weil der ist definitiv völlig neben der Spur. Weil warum gibt man gerade Finn Balor dann 3 Wochen den Titel, ich glaube es waren 3 Wochen, können auch 2 gewesen sein, ja und dann das und dann für ein wahrscheinlich dann endgültig letztes Match vom Undertaker. Ich weiß nicht. Und innerhalb dieser Gerüchte wird dann groß getönt, ja, man hat große Pläne mit Finn Balor und dann kommt dabei raus, er darf gegen den Undertaker antreten. Yes! Mal wieder Bobby Lashley Champion. Yay! Ja, also wir dachten schon, weil Leo Rush nicht mit rauskam, was haben die wieder vor? Greift Rush zugunsten Finn Balor ein, aber dann war es ja leider andersrum. Also mehr muss ich jetzt auch dazu nicht sagen, wurde schon alles gesagt. Schade, dass Finn Balor verloren hat. Ich hoffe, dass er bei WrestleMania den Titel wiederbekommt. Ja, okay. Und dann im Backstage-Bereich gab es dann ja ein kleines Interview von Charlie Caruso an Baron Corbin. Er wurde gefragt, warum er denn seine komischen Kommentare letzte Woche abgeliefert hat gegen Baron Corbin. Ja, er hat sich eigentlich nicht wirklich dazu geäußert. Wie immer, blödes Interview mit Baron Corbin, finde ich. Und dann kommt Ronda Rousey in die Halle. Ja, es gibt kaum einen Applaus. Ja, sie ist ja jetzt Heel und sie sagt dann, es interessiere sie für einen feuchten Dreck, was alle über sie denken.
Und ja, dann wurde natürlich wieder über Becky bejubelt. Und ja, sie zieht über Charlotte her. Das Übliche. Dann kam aber Dana Brooke heraus und hat gesagt, die hat die Schnauze voll. Die wird kaum beachtet. Und jetzt kommt eine Wanda raus und meckert über alles, über Fans, über WWE, über alles. Und da hat sie die Schnauze voll von und möchte jetzt ein Match gegen Wanda haben. Ja, und sie wurde von Wanda mal kurz weggeputzt. Kann man so machen. Ja, und dann kam danach schon ein Tag-Team-Match, nämlich Aleister Black und Ricochet gegen Bobby Wood und Chad Gable. Was Aleister Black nach Pin an Bobby Wood nach dem Black Mass nach 4 Minuten und 26 Sekunden gewonnen hat. Also ein sehr kurzes Match. Ich finde, ein bisschen zu kurz. Aber was sagt ihr denn dazu? Also, um jetzt erstmal auf die Backstage-Geschichte und Ronda Rousey zu kommen, das hast du irgendwann ich muss sagen, das Backstage-Segment hat mir ehrlich gesagt wenig, weil es halt eben Baron Corbin ist und nicht Dana Michael. Und zu Ronda Rousey, dass sie keine Publikumsreaktion sieht, eigentlich denke ich mal, denn sie immerhin Heel. Froh, wenn mal Heels die Reaktion bekommen, die sie eigentlich auch bekommen sollten. Ja, war eigentlich eine gute Promo von Ronda Rousey. Man merkt, dass sie besser reden kann, wenn sie langsam redet. Und das mit Dana Brooke habe ich erst gar nicht verstanden, warum sie jetzt rauskommt und dann irgendwie rumdiskutiert, dass sie eine gefangen hat, war natürlich klar. Ich habe jetzt nicht gerechnet. Hätte auch ehrlich gesagt kein Match sehen wollen. Deswegen war ich da froh, dass er nicht gekommen ist. Das Segment von Aleister Black und Ricochet ist eigentlich der Standard, nur unter 6 geht. Werden höchstens 6. Deswegen, ja, brauche ich da nicht sagen. Ja! Man muss ja schon sagen, eine Dana Brooke hat Mumm bewiesen, sich so an der Runde rauszustellen. Also ich wäre in dem Moment nicht rausgekommen und hätte mich da gestellt. Und noch dann in den Ring zu kommen und sagen, sie ist bereit, ein Match zu machen. Naja, und zu dem Tag Team Match mal wieder keine 6 Minuten gedauert. Also langsam wird das Standard für einen Aleister Black und Ricochet. Und leider durfte wieder Ricochet nicht so viel zeigen. Ja, mit Dana Brooke gebe ich dir recht, Michi. Das ist echt ziemlicher Mut, rauszureden, in den Ring zu reden, sich mit Ronda Rousey anzulegen. Naja, sie hat sie am Endeffekt bereut, nachdem Ronda Rousey sie so schnell weggescrushed hat, was ja echt zu erwarten war. Ja, das Tag-Team-Match wieder mal sehr interessant. Wie gesagt, ich finde Ricochet ja von seinem Moveset her ziemlich genial. Ja, 4 Minuten, ja, irgendwie erhöhen sie die Bestzeit nicht der beiden, sie verringern sie mittlerweile. Jetzt drehen wir ein richtiges Squash-Match, ein Move, ein Pin, eine Minute, Schluss. Was allerdings sehr kontraproduktiv wäre. Weil die beiden können, wenn man sie lässt, echt viele gute Moves zeigen. Die beiden haben es echt drauf. Ich bin gespannt, wie die WWE sie noch weiter pusht. Wie sie auch bei NXT dann noch weiter gepusht werden in der Zeit, weil sie bei beiden Shows noch sind. Da kommen wir später nochmal zu, was die beiden bei NXT im Moment so machen. Aber alles nochmal ein recht interessantes Match. Aber, Entschuldigung, wie so oft leider viel zu kurz für das Potenzial der beiden Wrestler. Was man halt auch noch sagen muss, diesmal hat Bobby Roode den Pin eingesteckt und nicht Chad Gable. Also ich hatte auch vermutet, dass hier irgendwie wieder Chad Gable den Pin einstecken muss, aber das war nicht so. Daniel, willst du noch irgendwas dazu sagen, oder? Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich mich schon gemeldet. Okay, dann geht es weiter mit dem Moment of Bliss. Alexa Bliss soll bekannt geben, wer der Host der diesjährigen WrestleMania ist. Ja, dann hat sie so ein bisschen noch darüber geredet, wie gut denn dieser diesjährige Host ist, was er alles kann, wie er polarisiert. Und dann kam heraus, sie selbst ist der Host. Sie hat alle verarscht. Ich fand es ziemlich lustig, aber ansonsten hätte ich das nicht gebraucht. Naja, dann gab's noch einen Backstage-Bereich, Braun Strowman kriegt da ein Auto vorgefahren von, mit einem Zettel drin, also wird ihm gesagt, von den beiden von Saturday Night Live, die vor ein paar Wochen mal da waren, mit denen er ein bisschen Stress hatte, kriegt er geschenkt, dieses Auto, aber er hat nichts anderes zu tun, als den schönen Camaro mal kurz zu Schrott zu verarbeiten. Ja. Ich finde es sehr schade für das Auto. Und was haltet ihr von diesen beiden Segmenten? Also um mal kurz das Autosegment vorzuschieben. Ich kann mir schon vorstellen, was Daniel sagen wird. Denn der wird wahrscheinlich sagen, dass es einfach eine vorgefertigte Schrottkiste war und kein Camaro. Deswegen denke ich, kann man das auf jeden Fall machen. Gerade bei dem Braun Strowman ist sowieso ein Scheiß dafür interessiert. Und das mit Alexa Bliss war abzusehen. Also ich habe kurze Zeit echt gedacht, da kommt vielleicht irgendeine Legende raus. Aber dass es am Ende Alexa Bliss war, war auch abzusehen. Ja, es wird definitiv eine Schrottkarre gewesen sein. Weil ich nicht glaube, dass die WWE da einen brandneuen Chef für die Camaro hinstellen und ihn von Braun Strowman zertrümmern lassen. Aber es sollte halt den Anschein machen,
dass es einer ist. Von daher trotzdem schade um dieses schöne Auto. Ja, dann würde auch sagen, es hatte nicht richtige Farbe, hat dann nachher Marvel's gelb sein. Ja, es ist halt typisch von Strawman. Man gibt ihm einfach wieder was zu zerstören. In Hoffnung, er würde sich beruhigen. Aber nein, dieses Biest kann man nicht zähmen. Er ist wahrscheinlich wieder Hulk, dessen Geheimnis des Wütendseins ist, einfach immer wütend zu sein. Das könnte ich mir von Strowman auch vorstellen. Ja, im Moment of Bliss, Alexa Bliss kündigt sich selbst an. Naja, hätte man doch einfach ein Video einspielen können, wo man Zeit hat, Alexa Bliss, Host von WrestleMania, und dann wäre die Sache auch gut gewesen. Und nicht so ein großes Tamtam aufziehen, sie erst über irgendwen prahlen lassen, der dann im Endeffekt sie selbst ist. Naja, wir sind es ja gewohnt von der WWE, dass sie Sachen anders macht, als es sinnvoll wäre. Naja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nichts zu sagen. Also ich fand schon sinnvoll, dass sie es denn. Sie kann Promos halten. Ich finde immer noch besser, wenn eine Promo ankündigt, als wegen dem lächerlichen Video. Fand die Idee auch nicht verkehrt an sich. Ich finde auch nicht verkehrt, dass sie es macht. Ich meine, wir haben New Day als Host ertragen und man weiß ja sowieso aktuell nicht so richtig, was man mit ihr machen soll, da sie sich selber ja noch nicht so richtig fit fühlt. Von daher kann man machen. Für mich war das klar, ja, das Ding mit Braun Strowman für einen Werbegag ganz witzig und mehr war es ja nun nicht, nur damit sich die dämliche Puppe da von Mattel noch besser verkauft. Ja, juhu. Schön, dass ich es gesehen habe. Bitte wiederholt es nie wieder. Ja, dann geht es auch schon weiter mit Elias. Ja, wieder eine typische Promo abliefert, doch dann kommt No Way Jose. Er ist auch mal wieder da, tanzt mit seinen Gefolgsleuten um den Ring herum, doch wird dann von Elias angegriffen. Es zeigt ein Drift Away auf der Rampe und dann kommt Lacey Evans in die Halle. Geht einmal wieder kurz, stellt sich vor Winnie Young hin ans Kommentatorenpult, als wenn sie ihr ein bisschen Angst machen will, und winkt dann Corey Graves und geht dann wieder. Auf der Rampe begegnet sie dann Nia Jackson und Tamina, aber bis auf ein bisschen, dass sie sich angeguckt haben, ist da nichts weiter passiert. Dann sollte ein Match kommen zwischen Nia Jax und Natalya. Natalya hat aber vor dem Match noch gesagt, sie hat diesmal jemanden, der ihr den Rücken frei hält, und das ist ihre beste Freundin Beth Phoenix. Die wurde ja schon bei Fastlane von Nia Jax und Tamina attackiert. So ist das kein Wunder. Dieses Match ging genau 30 Sekunden. Eine Rekordzeit. Genau. Danach hat Beth Phoenix dann schon Nia Jax angegriffen. Dann gab es eine kleine Schlägerei, bis sich dann die Heels Nia Jax und Tamina zurückgezogen haben in den Backstage-Bereich und dann da von Sasha Banks und Bayley attackiert wurden. Also mal ganz vorne anzufangen, Elias, ich fand, ja gut, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, es ist einfach Standardding geworden mit Elias unterbrochen, dass man jetzt hier den No Way Jose einbringt, dass er auch mal wieder ein bisschen hier TV-Zeit bekommt. Allerdings war er wirklich so ein Kandidat für mich, der in der letzten, gesagt mal, weil er eigentlich ein Kandidat dafür war, dass er immer noch da ist und so eingesetzt wird, finde ich dann wiederum schade, weil der kann schon was im Ring. Aber was erwartet man da von der WWE? Die kann ja nicht so wirklich mit NXT Call-Ups umgehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum nächsten Ding. Und zwar Lacey Evans, Standard brauche ich nicht. Bin auch froh, dass es schnell wieder vorbei war. Und die Sache mit Natalya war auch eigentlich zu sehen, dass dann der Beth Phoenix kommt. Wie gesagt, das Match, Rekordzeit 30 Sekunden, kann man nicht viel zu sagen. Es gibt doch eine Sache zu sagen, die mich wieder ungemein gestört hat. Und da sind wir wieder bei unseren Lieblingsweibern, Jax und Natalya, Jax und Tamina. Dieses völlig überzogene Overselling von dem Zopf von Beth Phoenix an Tamina. Ich weiß nicht, ob die Trainer bei der WWE bei den beiden einfach schon aufgegeben haben und mittelmäßiges Wrestling durchwinken oder ob die wahrscheinlich selber im Trainingscamp sitzen und sich gegenseitig Taschentücher zureichen, wenn es darum geht, wer muss heute mit den Weibern arbeiten, weil, ich weiß nicht, eine Beth Phoenix. Wir wissen alle, die hat mal ausgesehen wie Rambo himself. Die hatte ja Arme, da hatte mancher Mann echt Probleme mit. Kann ich alles mitleben, aber die Beth Phoenix heute hat für eine sportliche Frau ganz normale Arme, kriegt einen Top auf die Kette an eben Tamina und die steht wirklich in der Mitte des Rings und landet gefühlt in der dritten Reihe des Publikums. Da frage ich mich doch wirklich, was soll der Quatsch?
Aber das ist wieder dieses, sie können einfach nicht wresteln. Sie kriegen ihre eigenen Moves nicht durch. Selling ist nicht drin. Ich weiß nicht, warum die WWE so an denen festhält. Ja, ich kann dir sagen, warum sie so gesellt hat. Sie hatte wahrscheinlich einfach Raketenschuhe an. Damit kann sie dann halt so ein bisschen wegfliegen. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. So, will sonst noch jemand was darüber sagen oder soll ich direkt weitergehen? Aus meiner Sicht kannst du weitergehen. Ich habe nichts hinzuzufügen. Okay, dann geht es weiter mit dem Showdown zwischen Triple H und Batista. Ja, er ist wieder da. Erst sieht man, wie sehr mit einer Limousine vorgefahren kommt. Und dann kommt er schon in die Halle, bleibt da aber stehen und sagt, ja, er hätte gerne das Triple H ihm das gibt, was er will. Das wiederholt er auch ein paar Mal und dann kommen noch Security-Leute raus, die sich vor ihm aufstellen. Natürlich alles zu den Schutz von Triple H. Also das Typische. Triple H die ganze Zeit so, nein, er gibt ihm nicht das, was er will. Das Einzige, was er ihm gibt, wäre eine Abreibung. Doch das will Batista nicht. Im Endeffekt sagt Triple H schon am Ende, ja, er gibt ihm den Kampf, den er haben möchte, aber no holds barred. No holds barred bei WrestleMania, Triple H gegen Batista. Ich fand, es war eine sehr gute Promo. Hat mir Spaß gemacht zuzuhören. Ich fand's auch gut. Allerdings habe ich mir ein bisschen mehr davon versprochen, denn für mich ist ein Face-to-Face eher bei dem Ring und Security und was weiß ich noch. Und was ich auch schade fand an dem Ganzen ist, man hatte ja gesagt, hier, gib mir, was ich will. Okay, dass es am Ende ein Match wird, war natürlich klar. Aber vielleicht hätte man da ein bisschen Long-Term-Booking durchziehen können, ein bisschen nicht durchziehen können, sondern halt altes Booking wieder aufgreifen können und das Titelmatch wieder aufbringen können, was er damals hat, aber es nie bekommen hat. Dass man daraus dann irgendwie nichts gemacht hat, fand ich schade, weil dieses gib mir, was ich will und dieses Titelmatch wollte er damals. Am Ende Match war, wie gesagt, klar gewesen. Aber ja, ich fand's auch gut. Aber wie gesagt, ich fand schade, dass man halt nicht wirklich, dass nicht beide im Ring standen. Aber ansonsten wie auch so Triple H am Mike. Batista wieder gut, dass er da ist. Ich hoffe, er kann auch ein gutes Match hinlegen, weil viele sind noch nicht. Ja, fand es relativ interessant, dass Batista wieder da ist. Allerdings von der Show her relativ vielleicht, ja, was feige zu sagen, dass er sich hinter seinen Security-Leuten versteckt. Aus Angst, Triple H könnte ihm was antun. Triple H scherzt ja auch noch rum, von wegen, ja, dass die Security-Leute wohl da sein würden, damit ihm, also für ihn, selbst Triple H, um ihn zu schützen. Aber nein, sie waren ja am Ende verdammt, Batista zu schützen. Ja, nach einem klaren Wortgefecht hat Triple H Batista entstanden, dass er geben, was er wollte. Ein Match WrestleMania, wo er die Match-Rette selbst ausgetragen hat. Wie eben schon gesagt, wurde ein No-Holds-Barred-Match. Ja, sehr gespannt darauf, wie das wird. Schön, dass du dieses Video da ist, aber man hätte es echt etwas länger ziehen können, weil man das jetzt innerhalb 3 Wochen relativ schnell aufgebaut. Ja, aber ansonsten bin ich gespannt auf dieses Match. Okay, ich oute mich als der, der dieses Segment unheimlich nervig fand. Die Promo, der Promo-Anteil von Triple H, wie immer fantastisch, brauchen wir nicht drum reden. Alles andere war völlig für den Arsch. Ja, Batista ist wieder da. Ja, ich freue mich darüber für die WWE, aber der auch, beziehungsweise das, was sie da betrieben haben, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Ich bin nämlich auf der einen Seite bei Luki, dass ich auch sage, Leute, dann hättet ihr euch auch einfach im Ring treffen können und das wie Männer regeln können, dann wäre gut gewesen, weil dann hätte man nämlich innerhalb der Promo Batista nicht zu einem Lama gemacht. Alter, hätte ich da auf einem halben Meter dran gestanden, hätte ich mir abends das Duschen sparen können. So hat er ja rumgerotzt. Meine Fresse, sah das scheiße aus. Und ich weiß nicht, warum man Batista jetzt so verkaufen muss. Ich meine, dass der Mann prinzipiell in der WWE durchaus Eier bewiesen hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt auf einmal versteckt er sich da hinter einem Haufen Securities. Ich bitte euch, ganz ehrlich, mich nervt das ungemein. Ja, also mal kurz noch das aufzugreifen, das mit dem Rumspucken, das ist ja bei Batista-Promos immer irgendwie normal. Wenn der irgendwie immer dabei ist, rumzuschreien, fängt er an zu spucken. Deswegen, naja. Ja, Triple H ist aber gleich auch nicht anders. Der fängt auch teilweise an zu spucken, wenn er bei seiner Promo richtig loslegen tut. Naja, aber was hat Daniel noch zu Batistas Outfit gesagt? Da hat Mami aber fein angezogen. Naja, und ich hatte mit der Matchart No Holds Barred recht. Das habe ich auch schon so vorher gesagt, dass da so eine Art Streetfight dabei entstehen wird. Ich denke mal, die wird bei ihren Match auch außerhalb der Halle stattfinden. Die werden bestimmt auch in den Backstage-Bereich gehen. Und wer weiß, wo sie noch alles hingehen werden. Ich freue mich schon auf dieses Match.
Ja, ich freue mich auch auf das Match, wie ich bereits gesagt habe. Dann gehen wir aber schon weiter. Danach kam Kurt Angle heraus und er sagt, vor 23 Jahren hat er seine Heimatstadt Pittsburgh verlassen und hat bei den Olympischen Spielen die goldene Medaille mit einem gebrochenen Nacken gewonnen. Und jetzt sagt er, dass er bei WrestleMania endgültig seine Karriere beenden wird, aber auch noch einmal in seiner Heimatstadt in Pittsburgh ein Match bestreiten möchte. Also sein letztes Match in seiner Heimatstadt. Also kommt natürlich ein Gegner heraus. Es wird Apollo Crews. Natürlich, die ganze Halle schreit Thank you, Kurt. Sie bedanken sich alle bei Kurt Angle. Kann ich verstehen, Kurt Angle, eine absolute Legende. Das Match ging 3 Minuten und dann hat Apollo Crews schon verloren, nachdem er nach dem Angle Slam nicht mehr herausgekommen ist. Was sagt ihr dazu? Also, ich fand's schön, dass man Apollo Crews wieder in die Shows mit eingebracht hat. Gerade mit der Story dahinter verbunden, dass ja Apollo Crews Kurt Angle als sein Idol sieht oder Hero. Deswegen fand ich's echt schön. Matchzeit natürlich ein bisschen schade, dass es so kurz war und dass Apollo Crews wenig zeigen durfte. Aber ich denke mal, das liegt mehr an einem Kurt Angle, der einfach nicht mehr in der Lage ist, ein längeres Wrestlen. Deswegen bin ich gespannt, wie es bei WrestleMania dann aussieht, wenn dann ein Gegner wie Drew McIntyre oder so im Ring stehen könnte. Auch wenn es momentan eher nach Baron Corbin aussieht. Also, ich muss sagen, ich fand das von vorne bis hinten stimmig. Der Mann hat zu Hause kämpfen wollen und dann kommt Apollo Crews, der dadurch auch nochmal unheimlich Push gekriegt hat. Und ich fand auch die 3 Minuten okay und ich unterstelle sogar, dass das beabsichtigt war, nicht weil Kurt Angle das nicht mehr könnte, sondern es gab danach ein Interview, das habe ich gesehen, auf Facebook, wo er gefragt wurde, wer denn eventuell in Frage kommt als Gegner für WrestleMania. Und da hat er groß angekündigt, dass er sich noch mehr vorbereiten will, noch mehr trainieren will als eh schon und noch mehr Gas geben will. Ich glaube, der hat jetzt einfach wirklich nochmal Sparflamme gemacht, weil er hat auch gesagt, es könnte bis WrestleMania sein letzter Auftritt vor Kameras gewesen sein. Und dass das einfach nochmal Sparflamme war, um dann bei WrestleMania so richtig Gas zu geben. Und da hätte ich voll Bock drauf, ohne Witz. Ja, also ich bin echt gespannt, wer sein Gegner wird. Es wird spekuliert, McIntyre oder Corbin, aber vielleicht erleben wir auch irgendeine Überraschung, mit dem keiner rechnet, wer sein Gegner sein wird. Ich hoffe, das wird so spät wie möglich bekannt geben, beziehungsweise gar nicht. Und es ist selbst für Kurt Angle dann eine Überraschung, wer sein Gegner wird. Ja, das schließe ich mich natürlich an. Bin auch mal gespannt, wer dann der Gegner wird. Und ja, ansonsten hat Michi soweit alles gesagt, was ich genauso sehe. Und gehe dann mal weiter. Was haltet ihr denn von der Idee, wenn es gar keine vom aktuellen Roster würde und man das Retirement-Match mit jemandem macht, der vielleicht früher schon viel mit Angle zu tun hatte? Weil wir reden von WrestleMania und dann so überraschungsmäßig irgendeine geile Legende bringen. Vielleicht wird es auch ein Undertaker oder so, wo dann 2 Karrieren auf einmal beenden. War die größte Fehde von Kurt Angle, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Der kommt ja nicht in Frage. Ja, deswegen sage ich ja. Hat er schon mit. Ich würde sagen, was auf jeden Fall in Frage kommen würde, wäre John Cena. John Cena ist debütiert gegen Kurt Angle. Das Match ging damals, ja, sehr rund. Alle haben es gefeiert, John Cena kam und da war John Cena ja auch noch anders. Vielleicht bringt man das Match einfach nochmal. Na, der soll ja einen anderen Gegner bekommen. Und John Cena damals und jetzt, ja, zum Retirement von Kurt Angle. Hätte ich da Bock drauf? Ich glaube schon. Naja, aber John Cena soll ja auch ein anderes Match bekommen. Wobei ich ja eher drauf bin. Ja gut, da gehe ich aber mittlerweile nicht mehr von aus. Vielleicht wird es ja ein Undertaker, damit hier 2 Karrieren auf einmal beendet. Nee, das glaube ich nicht. Das denke ich auch nicht. Wäre für beide ein denkwürdiges Match zum Abschied. Ich würde sagen, wobei dann hätten wir wieder das Problem mit dem Altmänner-Wrestling. Das muss ich nicht haben. Ja, stimmt auch wieder. Ach, wir sind gespannt. Lassen wir uns einfach überraschen. Naja, dann geht es weiter. Roman Reigns kommt zum Ring. Er soll ein Match gegen Baron Corbin haben. Er betritt gerade den Ring. Da wird er von Drew McIntyre hinterrücks attackiert. Roman Reigns kriegt erstmal einen Claymore ab, wo ich das Gefühl habe, dass sie von Woche zu Woche härter werden. Auch wieder richtig gut gesellt. Und dann gibt es noch einen, außerhalb des Rings einen Claymore gegen Roman Reigns, wonach Roman Reigns noch gegen den Ringpfosten fliegt. Das sah sehr brutal aus. Danach zählt er eine Gehirnerschütterung. Seth Rollins kommt zum Ring, macht sich Sorgen um ihn, will ihm helfen, wieder in den Backstage-Bereich zu kommen, doch Roman Reigns will keine Hilfe, er will keine Schwäche zeigen. Doch im Endeffekt bringt ihn Seth Rollins dann in den Backstage-Bereich, wo dann auch noch Dean Ambrose dazukommt. Doch dieser sieht dann Triple H
und geht dann zu Triple H und möchte auf der Stelle ein False Count Anywhere Match gegen Drew McIntyre haben, um sich für Roman Reigns zu rächen. Ich fand diese Promo sehr, sehr gut. Es war gut gemacht, die Attacke von Drew McIntyre, und sehr gut gemacht, dass er keine Schwäche zeigen wollte. Ich fand es sehr, sehr gut. Da sind wir wieder bei dem Ding, was ich am Anfang angesprochen habe, mit dem, dass, auf jeden Fall, ach ja, genau, da sind wir bei dem Ding, wo das dann so war, dass die beiden, beziehungsweise die drei halt nicht wirklich komplett getrennte Wege gehen, das finde ich, und dass man auch hier in den Roman Reigns nicht mehr als den Superman darstellt, finde ich auch richtig gut. Also ich finde, man macht momentan echt viel richtig mit Roman Reigns, und ich hoffe, das geht auch so weiter, denn dann kann er wirklich irgendwann jetzt nicht der Topface sein, weil ich glaube, der Topface wird Seth Rollins bleiben, aber er könnte vielleicht einer der größten Faces werden, wenn sie so weiter, und so war es ja auch geplant, mit der Attacke von Drew McIntyre, zwei Claymores, wie du schon gesagt hast, werden von Woche der härter, da bin ich zufrieden mit, denn so wird der Move auch wirklich gefährlicher und ernstzunehmender, finde ich, und das Match, was halt dann am Ende daraus resultiert ist, war dann halt auch verdammt mit McIntyre und Dean Ambrose, besonders mit False Count Anywhere sieht man ja in der WWE momentan selten. Und ja, also das war definitiv eines der besten Matches, was ich in den letzten... Ja, ich kann mich da tatsächlich auch noch anschließen. Und ich stelle jetzt offiziell einen Antrag für alle, mal ganz kurz von dem Match weg. Jeder, der seinen Satz demnächst mit Ja beginnt, muss allen anderen einen Euro bezahlen. Und zwar für jedes Mal. So, vielleicht gewinnen wir uns das dann mal ab. Ja. So, es sind dann schon mal 4 Euro. Weißt du Bescheid. Spaß beiseite. Also, der komplette Aufbau war mega. Ich habe es ja schon im Fastlane-Podcast angedeutet. Eben dieses, man setzt zwar ein Main-Event-Match mit Roman Reigns an, das findet aber nicht statt, weil Roman Reigns mal etwas nicht kann. Das war schon der erste geile Schritt. Und wie sich das dann entwickelt hat, dass die Jungs auch nochmal miteinander gesprochen haben, dass sie trotzdem weiter füreinander da sind, und dass gerade Dean auch dann dafür einsteht, saugut gemacht. Und ich meine, über das Match kann man absolut nichts Negatives sagen. Ich meine, wir hatten Claymores, wo ich manchmal einfach darauf warte, dass die Schuhsohle von McIntyre auf der anderen Seite des Kopfes wieder rauskommt. Und dann hatte man diesen Claymore außerhalb des Rings schon an der Ringtreppe, wo er einfach mal diesen kompletten Treppenbügel aus der Halterung tritt. Ja, ich weiß auch, die sind nur da reingesteckt, aber ich meine, so eine komplette Metallverrohrung einfach aus seiner Halterung raustreten, da braucht mir keiner mehr erzählen, Wrestling ist nur Show. Achtung, Kayfabe, ne? Also das war schon richtig, richtig geil. Und wenn ich jetzt gerade hier so lese, ich habe mir ja dann auch die Kommentare hier unten mal durchgelesen, dass irgend so ein Spacko, Entschuldigung, dass ich das so sage, in die Kommentare reinschreibt, kommt nur mir das so vor oder ist in den letzten Schönheit, gesund wirst von allein, das kommt nur mir das so vor, denn das ist Raw in den letzten Wochen, also in den Wochen, wo Reigns wieder da ist, immer beschissener wird. Da frage ich mich, ob der was anderes sieht als ich. Weil ich bin da völlig bei dem, was Luki gesagt hat. Die WWE macht aktuell gerade mit Reigns alles richtig. Natürlich kann man sich über die WWE-Produkte an sich immer noch ein bisschen aufregen. Aber man sieht definitiv eine Steigerung. Und von daher könnte ich bei solchen Kommentaren einfach nur ausrasten. So, in Sachen Aufregen habe ich direkt etwas Gutes. Nämlich was Aufregendes für mich. Ja, ich rege mich direkt auf. Dieses Match war ganz gut, was dann folgte zwischen McIntyre und Ambrose. Es war super. Hat mich gefreut. Ein False Count Anywhere Match, was wirklich überall stattgefunden hat. Es war super. Nach 14 Minuten kam dann der Claymore, von dem du schon erzählt hast, durch die Treppengitter da. Unglaublich. Aber dann rege ich mich jetzt über War trotzdem auf. Du hast insgesamt in einer 3-Stunden-Show circa 40 Minuten Matchzeit gehabt. Alle Matches zusammengezählt. 40, 42 Minuten. Das ist mir einfach zu wenig. Du hast meiner Meinung nach diesmal viel zu viele Segmente und Promos. Ja, zieh mal noch eine Stunde Werbung ab. Also, das finde ich, nee. Einfach, nee. Auch wenn es in einer, sagen wir, es waren 120 Minuten Show ohne Werbung. Wenn du 40 Minuten von 120 Minuten Matches hast, hast du 80 Minuten Promos und Segmente. Also das finde ich eine kleine Frechheit. Aber ja, was wollt ihr noch irgendwas Abschließendes zu War sagen? Ja, grundsätzlich tatsächlich, dass ich Raw diese Woche besser fand als SmackDown. Und das soll schon was heißen. Ich fand's. So, dann kommen wir doch eigentlich hier direkt zu SmackDown. Ja, die Show beginnt mit Shane McMahon. Nach seinem großen Heel-Turn bei Fastlane kommt er unter Buhrufen zum Ring
wo seine World Cup Trophäe aufgestellt wurde. Ja, dann zwingt er den Ringrichter dazu, ihn ein paar Mal anzukündigen, bis es Shane McMahon gefällt, wie er angekündigt wurde. Ja, es war sehr, sehr gut, finde ich, diese Promo, das mit dem Ringrichter bedrohen. Und er sagt dann noch, er wurde die ganzen Jahre eigentlich ausgenutzt, die ganze Zeit, mach doch dieses für uns, mach dieses für mich und für uns. Und darauf hat er jetzt keinen Bock mehr. Er will jetzt endlich was für sich machen. Und ja, er sagt auch, dass er in die Rolle des Best in the World einfach geboren wurde. Also er sei halt der Best. Und ja, ich fand's sehr, sehr gut, finde ich. Hier Shane McMahon, gute Promo. Kann er generell, das wissen wir. Aber ich finde seine Heel-Promo fand ich super, wie jede einzelne Promo, die er seit seinem Return gebracht hat. So, und dann kurz, willst du das wirklich durchsauen? Ich glaube, bei Marcel kannst du dich mal mit... Ja, will ich, tatsächlich, weil genau deswegen mache ich das. Er soll sich das endlich abgewöhnen. Ja gut, dann sage ich immer meine Meinung zu, denn ich muss ehrlich sagen, ich finde den Heel-Shane richtig interessant. Man merkt, er kann richtig viel am Mic und als Heel gefällt er mir eigentlich umso besser als Face. Gerade mit der Sache mit dem Ring-Announcer, einfach nur pures Gold. Deswegen habe ich bei ihm eigentlich echt Bock auf mehr und auch auf das Match bei WrestleMania gegen The Miz. Ja, ich fand das Ganze auch relativ interessant. Der Heel Shane hat's echt drauf, ist echt interessant. Das Match gegen die Hardy Boys, das 8-mal Tag Team Match, war ja auch echt interessant. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dieser ganzen Geschichte. Ja, am Mittwoch, als ich es geguckt habe, jetzt habe ich selber mit ja angefangen, ist mir auch aufgefallen, sind dann 4 € für euch, habe ich noch gedacht, die Nummer mit dem Ring-Announcer geht mir tierisch auf den Sack, weil ich sie für überzogen gehalten habe. Aber je mehr Tage vergehen, desto geiler fand ich sie eigentlich, weil... Ja, wenn sie das jetzt weiter durchziehen, dann will ich nicht wissen, wo der Heel-Shane noch hingeht, denn das ist ja erst der Anfang. Und wenn man ihm jetzt wirklich Raum lässt, diese Heel-Rolle noch weiter auszubauen, dann habe ich ein bisschen positiv Angst davor, wo der sich hinentwickelt. So, Michi, willst du noch irgendwas dazu sagen oder soll ich weitermachen? So, dann mache ich einfach weiter. Zwar mit dem ersten Match. Die Hardy Boys an der Seite von Aleister Black und Ricochet gegen The Bar, Sheamus und Cesaro und Shinsuke Nakamura und Rusev. Ja, es Shinsuke. Hat... ja, habe ich jetzt gerade extra gesagt. Das Match war sehr schön, fand ich. Nach 11 Minuten endete es aber in einem No-Contest, nachdem The New Day ja den Ring einmal aufgeräumt hat. Wir haben jedes Team rausgeworfen und haben dann unter der Crowd, nachdem die Crowd das gefeiert hat, wieder den Ring verlassen. Im Backstage-Bereich gab es da noch eine kleine Uso-Promo. Sie fragen sich einfach, wer der nächste Raubsforderer ist. Was sagt ihr zu dem Match und was der New Day da getan hat? Und über die Uso-Promo. Also ich bin ja echt begeistert. Wir haben es in der WWE in einer Wochenshow ernsthaft geschafft, dass ein Aleister Black und ein Ricochet eine Matchzeit von 11 Minuten haben. Dafür einmal Applaus. So, aber man muss ja echt sagen, ich habe so das Gefühl, New Day geht in die Heel-Richtung. Und das nicht nur Kofi alleine, sondern das gesamte Stable. Denn das ist für mich schon eigentlich eine Heel-Aktion. Denn sie setzen sich hier eigentlich gegen das, was die Backmans machen. Und das baut für mich, wie gesagt, einen Heel-Turn auf. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Zu der Uso-Promo brauche ich nicht viel sagen. Fantastisch, die beiden können das einfach mit den Promos und haben auch schon die Hardy Boys angesprochen. Also ich glaube, das geht Richtung Hardy Boys. Na, mit der Matchzeit muss ich dir ein bisschen widersprechen mit den 11 Minuten. Das war ja nicht nur Aleister Black und Ricochet im Match drin gestanden. Also, glaube ich, kommen wir da wieder auf die 6 Minuten Matchzeit von Aleister Black und Ricochet. Aber bis New Day eingegriffen hat, war es ein interessantes Match. Mehr kann man ja dazu auch nicht mehr sagen. Hardy Boys, ja, Aleister Black, Ricochet, gut zusammengearbeitet, auch wieder einige Spots gezeigt, aber leider Gottes hatte ja dann New Day eingegriffen, wo auch ich sage, die gehen langsam in eine Heel-Richtung. Match völlig okay, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, das wird schon getan. Eingriff von New Day völlig gerechtfertigt. Der Heel-Turn ist längst überfällig. Aber eine Sache zu dieser Promo von den Usos. Kennt sich zufällig jemand einer von euch mit Lichttechnik aus? Wenn ja, dem würde ich empfehlen, sich bei der WWE zu bewerben, weil das, was der Lichttechniker da gebastelt hat während dieser Promo, ja, ich weiß, die sollte im Keller sein. Ja, das sollte ein bisschen düsterer sein, aber das hätte ich auch besser hingekriegt. Dann bewerb du dich doch einfach bei der WWE. Schlecht, ich kann nicht auf Gerüste klettern.
auch Muskelreihe. Hast bestimmt Leute, die da rumklettern. Einfach nur Einstellung PC, das hast du schon an dem. Ja, und zu diesem du Match. Gib einfach die Anweisungen deine, dann passt das schon. Die sollen dann arbeiten. Genau, kannst du ja eh sehr gut für dich. Ja, zu dem Match. Ja, müssen New Day eingegriffen haben, fand es auch relativ gut. Ja, 11 Minuten. Ganz interessant. Ja, wäre schön, wenn das ein Singles-Tag-Team-Match gewesen wäre. Denn dann hätten Aleister Black und Ricochet wirklich ihre Matchzeit von 6 Minuten endlich mal übertroffen, weil wie Michi meinte, kommen wir wahrscheinlich wieder leider noch diese makaberen 6 Minuten. Was soll man dazu sagen? Vielleicht lernt das die WWE irgendwann nochmal. Hatten wir eben Raw schon gesagt. Ja, zu Lusus wäre wohl der nächste Herausforderer wird. Ich hoffe echt auf die Hardy Boys, weil ich feiere die Hardy Boys einfach. Die Hardy Boys oder, was ich auch feiern würde, Aleister Black und Ricochet wäre auch sehr interessant. Wir werden es überfahren, spekulieren, können wir immer. Machen wir weiter. Vielleicht wird es ja auch ein Match mit den 4 Tag-Teams, weil ja da auch New Day eingegriffen hatte und so. Vielleicht sind ja die alle 3 bald Hauptherausforderer auf den Titeln. Dann sieht man hier ein Fatal 4-Way Tag-Team-Match oder ein Gauntlet-Match. Kann alles möglich sein. Ja, dann geht es auch weiter mit Wendy Orton oder halt Wendy Borton, wie wir ihn so gerne nennen. Aber diesmal mit einer guten Promo. Er kommt heraus. In diesem Fall finde ich Randy Borton. Ja, er sagt, AJ Styles sagt, dass SmackDown das Haus ist, was er gebaut habe. Doch eigentlich wäre doch, nachdem er mehrmals World Champion ist, er, Wendy Orton, doch derjenige, der SmackDown gebaut hätte. Er prahlt damit, dass wo AJ Styles noch in den Indies gekämpft habe, vor 1500 Zuschauern oder so, dass er da schon gegen den Undertaker gekämpft bei WrestleMania und mehrfacher World Champion ist und so. Doch dann kommt auch AJ Styles raus und sagt, er wäre stolz darauf, wo er herkomme und dass man seine Indie-Freunde überall findet, auch in der WWE. Und dass es Wendy Orton in den Indies nie schaffen würde mit seiner Kopie des Diamond Cutters. Ich fand es sehr, sehr gut, diese Promo, nachdem AJ Styles auch noch gesagt hat, dass Wendy Orton ja ohne die Hilfe seines Vaters gar nicht in die WWE gekommen wäre. Dann hätte er die ganze Zeit nur Hilfe benötigt. Von Edge bei Rated RKO, von Triple H, Ric Flair und Batista bei Evolution und so weiter. Er hätte die ganze Zeit nur Hilfe benötigt. Ohne Hilfe schafft er es einfach. Und so baut man dann dieses WrestleMania-Match auf, nachdem Styles ihn herausgefordert hat, noch am Ende dieser Promo. Ich fand diese Promo sehr, sehr gut und sehr interessant. Ich finde, sowohl Wendy Orton hat in einem Teil recht, was er gesagt hat, aber auch AJ Styles hat. Also sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, für mich ist hier Randy Orton gebracht, denn Randy Orton kann am Mic richtig viel. Die Promo war echt gut. Lag vielleicht auch ein bisschen an AJ Styles, aber ich bin echt, was bei der Matchpaarung jetzt wie es da für mich aussieht, ist halt einfach, dass die Promos interessanter sein werden als das Match, weil Randy Orton im Ring ist halt wie Nia Jax im Ring, nur dass Randy Orton wenigstens ein bisschen mehr kann. Aber ich glaube auch, dass ein AJ Styles das Match irgendwie richtig hinrichten wird. Deswegen wird das Match auch nicht so scheiße, aber für mich werden die Promos das Beste sein. Und auch hier war die Promo verdammt stark. Randy Orton hat seine Vergangenheit angesprochen, die Vergangenheit von AJ Styles. Kann man machen, bitte öfter und auch bitte Randy Orton bei solchen Promos. Also manchmal frage ich mich, warum kann Randy Orton nicht diese Lust, die er bei den Promos hat, auch in den Matches zeigen, weil dann während die Matches... Für mich die ja vollkommen zu. So, dann, wenn keiner mehr was dazu zu sagen hat, gehen wir zum nächsten Match. Asuka gegen Sonya Deville. Nach 3 Minuten hat Asuka mit dem Asuka-Lock gewonnen, nachdem Mandy Rose die Ringabdeckung hochgemacht hat und diesmal Sonya Deville drauf ausgerutscht ist, wie es bei Fastlane andersrum passiert ist. Und da hat man dann gemerkt, es gibt wirklich Probleme zwischen Sonya Deville und Mandy Rose. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob es vielleicht bei WrestleMania ein Triple Threat Match zwischen den 3 Damen gibt, Asuka, Mandy Rose und Sonya, oder wie es auch immer passieren wird, keine Ahnung. Im Backstage-Bereich gab es da noch ja eine kleine Promo von den Iconics, die sich über alle so ein bisschen lustig machen. Also das Übliche. Was haltet ihr von den 2 Sachen? Also für mich war das von Mandy Rose vielleicht so eine kleine Rache. Ich weiß nicht, also sie sah für mich zumindest so aus. Auf jeden Fall stimme ich dir dazu, da gibt es auf jeden Fall Probleme und da bin ich gespannt, wer von beiden turnt. Ob es jetzt eine Mandy Rose ist, ob es eine Sonya Deville ist. Mir wäre es eigentlich scheißegal, wer turnt, aber
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, eher eine Mandy Rose als Face sehen als eine Sonya Deville. Aber das muss man dann in der Zukunft sehen. Gegen den Triple Threat Match hätte ich auch nichts, weil dann kann man auch einen Titelwechsel mit einbauen, ohne dass Asuka gepinnt wird. Ist vielleicht die beste Entscheidung. Und die Promo von den Iconics kann man nicht wirklich viel zu sagen. Billy Kay richtig nervig, Peyton Royce ganz okay. Kann man machen. Ja, kann man definitiv machen. Ich mag Mandy Rose inzwischen auch immer mehr und Sonya Deville ist so für mich inzwischen echt auch schon so mehr das Anhängsel von Mandy Rose. Ich weiß, dass ich das mal sage, da kriegt ein Luki gerade ein fettes Grinsen im Gesicht. Mir ist der gleich wieder raus, du bist eh erkältet, das lohnt sich nicht. Dass sie jetzt natürlich zweimal im Prinzip denselben Gag bringen hintereinander, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ja, sie machen das mit Lacey Evans auch schon die ganze Zeit. Aber auch das nervt uns. Bitte den Turn schneller denn je. Gerne eine Sonya Deville turnen gegen Mandy Rose. Ich bin dafür und an dieser Stelle absolut raus. Was soll man dazu sagen? War jetzt ein Déjà-vu? Andersrum, dass eine Sonya Deville Asuka besiegt hätte, hätte ich jetzt sowieso nicht gesagt. Ich bin echt gespannt, wer von den beiden turnt. Ich glaube aber eher, dass eine Mandy Rose gegen Sonya Deville turnen wird. Und zu dem Quietsch-Segment von den Iconics muss ich nichts dazu sagen. Ja, ja, die Iconics. Die beiden, wo man jedes Mal einen Gehörsturz bekommt, wenn sie anfangen zu quietschen. Was soll doch wieder das Öl beisteuern? Vielleicht quietschen sie nicht dann so, oder man soll ihnen einfach den Mund zukleben. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, zum Match, ja, wie mich schon meinte, Déjà-vu der anderen Art. Denn genau das hatten wir alles drum vor kurzem zur Fastlane gesehen. Hat die WWE vielleicht keine Ideen, weil man das macht? Oder einfach, um es lustig auszusehen zu lassen. Bin auf jeden Fall gespannt, wer von beiden turnt. Match von 3 Minuten, weiß nicht wirklich lang, aber ja. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ja, und die Woche geht wirklich so weiter mit der nächsten Promo. Diesmal von Becky Lynch, der Promo-Göttin, so würde ich sie mal nennen. Sie kommt zuerst mit einer Krücke, aber nach ein paar Metern wirft sie einfach weg, geht einfach in den Ring und sagt, sie musste sich jetzt das WrestleMania-Match zweimal verdienen. Doch jetzt ist es soweit, sie wird bei WrestleMania im Main Event stehen. Und sie habe mit Ronda Rousey nur Mindgames gespielt, nur Kopfspielchen gespielt. Und sie habe genau so reagiert, wie sie es wollte. Doch dann kam noch Charlotte Flair, unterbricht sie und sagt, Lynch sei ja erst seit 6 Monaten so wirklich relevant, während sie schon seit 4 Jahren relevant und mehrere Titel gewonnen hat. Ja, das findet Lynch natürlich nicht so. Aber Flair sagt die ganze Zeit, sie würde Ronda Rousey sowohl als auch Lynch wieder ja relevant machen bei WrestleMania, nachdem die beiden sich vor ihr verbeugen würden, vor ihrer Queen. Ja, ich fand die Promo war in Ordnung, aber es ist wieder nichts Neues. Es fehlt mir diese Woche so, diese neuen Sachen. Also ich muss mal sagen, die Promo war echt schon gut gemacht, aber die eine Sache mit der Krücke, das war halt das, was wir alle bemängelt haben, dass man die Krücke einfach wegschmeißt und dann ganz normal zum Ring kommt, als ob nichts gewesen ist, wo sie ja am Tag vorher, beziehungsweise 2 Tage vorher, bei Fastlane noch richtig viel Schaden aufs Knie gekriegt hat. Fand ich jetzt nicht gerade so toll, man hätte es mit der Krücke weiterziehen müssen, aber der Rest war schon in Ordnung, so wie es war. Ja, Becky vor 2 Tagen noch mit Krücke, jetzt komplett ohne. Tja, soll man sagen, am besten nichts. Und das mache ich auch, denn es gibt nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite aus. So, dann füge ich das nächste hinzu, nämlich ein Backstage-Segment. Nachdem Daniel Bryan und Eric Rowan das Büro der McMahons verlassen haben, werden sie gefragt, was sie denn da gemacht haben. Und dann gibt Daniel Bryan die Info, dass Vince McMahon ein Match angesetzt habe zwischen ihnen beiden und Kevin Owens und Mustafa Ali. Ja, und daraufhin geht's dann direkt auch ins nächste Match, nämlich Rey Mysterio und R-Truth gegen Samoa Joe und Andrade. Am Ende gewinnt Mysterio, indem er Joe nach einem Einroller pinnt. Es waren auch wieder nur 8 Minuten. Ich finde, man hätte das Match etwas länger ziehen können, aber sonst war es ganz in Ordnung. Gutes Match, meiner Meinung nach. Samoa Joe, wie auch Rey Mysterio und die anderen durften natürlich wieder ein bisschen was zeigen. Natürlich die Matchzeit wenig, aber ansonsten war das Match eigentlich... Ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht jetzt mit Rey Mysterio und Samoa Joe, weil da baut sich ja irgendwie was Kleines auf. Da bin ich dann auch gespannt. Aber ansonsten habe ich da auch nicht viel mehr zu sagen.
Match war okay. Das Einzige, was ich wirklich zu kritisieren habe, war tatsächlich das Ring-Attire von Rey Mysterio. Ich habe gedacht, in welche Gartenarbeitskleidung haben sie denn da gesteckt, so von der Farbgebung her. Aber sonst harren wir aus und warten wir, was da noch kommt. Denn ich hoffe, dass da noch was kommt, weil das war echt gut. Sehe ich genauso. Bin auch gespannt, was da noch kommt. War ja ein interessantes Match. Vor allen Dingen, dass Rey dann dass Rey dann Joe eingerollt hat und gepinnt hat, ist ja auch ganz interessant. Und ja, vor allen Dingen ist ja Samoa Joe nach dem Match noch ziemlich ausgerastet und hat R-Truth und Andrade ja noch attackiert. Bin gespannt, wie es weitergeht und ja. Sehen wir hier nochmal ein Fatal 4-Way-Match? Also ich persönlich bräuchte jetzt keinen. Nicht nochmal ein Fatal 4-Way-Match. Wird langsam langweilig. Ich bin echt gespannt, wer da sein nächster Gegner sein wird. Ob es ein R-Truth wird in einem Einzelmatch oder ein Rey Mysterio. Oder vielleicht doch der Andrade. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Mehr muss ich zu Bett auch nicht mehr sagen. Also ich hoffe, dass es wieder ein Fatal 4-Match wird. Denn Fatal 4-Matches sind meistens ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn vier absolute Könner in dem Ring stehen, wie es da der Fall ist. Aber ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Aber dann gehen wir auch direkt weiter zum nächsten Match. Nämlich Daniel Bryan und Rowan gegen Kevin Owens und Mustafa Ali. Und dieses Match ist nach 10 Minuten zu Ende, nach dem Pin von Rowan gegen Mustafa Ali. Ganz kurz und knapp, ich fand's ziemlich scheiße, weil ich hab's ja im letzten Podcast angedeutet. Das, was sie mit dem Austauschen von Kofi mit Mustafa Ali gemacht haben, zerstört nicht nur Kofi, sondern eben auch Mustafa. Und das ist einfach mega schade. Und dass gerade Ali dann der ist, der auch noch gepinnt wird. Warum? Ja, Kevin Owens nicht schwächst. Ich verstehe komplett, was du meinst, Daniel. Mustafa Ali ist jetzt nicht mehr so over bei den Fans, wie er es mal war. Und dann wird er auch noch die ganze Zeit gepinnt bei Fastlane. Und jetzt, ja, eigentlich hast du ihn jetzt so ziemlich zerstört. Ja, wie gesagt, damit man Kevin Owens nicht, aber da kannst du ja wirklich jeden anderen reinstellen, der gepinnt wird. Hauptsache, das ist. Ja, das ist aber doch nicht das Problem. Mein Gott, wir haben hier Rowan und Daniel Bryan auf der übelsten Heelschiene. Pack noch eins, dann gebt dem Riesen einen Stuhl, dann verlieren sie halt durch Disqualifikation und gut ist. Ja, da muss ich dir zustimmen, Daniel. Ich habe ja auch schon mal gesagt, am besten müsste man jetzt Mustafa Ali wieder zu 2-5-Live schicken. Aber scheint ja nicht so, die wollen ihn halt irgendwie weiter schlecht darstellen, indem sie ihm nicht die Reaktion mehr geben, die er eigentlich verdient hätte. Mehr muss ich dann auch nicht wirklich dazu sagen. Auch von meiner Seite aus sehr, sehr schade, wie man mit Mustafa Ali umgeht. Er ist echt ein ziemliches Talent und man lässt ihn einfach nur so ziemlich abstürzen sozusagen, indem man ihn immer und immer wieder pinnen lässt. Ja, wenn sie ihn damit aufbauen wollen, sollen sie bitte mal erklären, wie, weil das ist für mich kein Aufbau. Eher ein Move, um ihn abzuschieben sozusagen. Aber wenn sie ihn loswerden wollen, sollen sie ihn direkt wieder zu 2-5-Live schieben, dann haben sie in den Main-Shows Ruhe vor ihm. Aber ansonsten ganz interessant, was ich ziemlich cool fand, so aus meiner musikalischen Richtung her, ist Eric Rowan tatsächlich, der jede Woche ein anderes Shirt anhat aus dem Metal-Bereich. Ich glaube, war sogar einmal am Aufmal. Diese Woche hat er einen persönlichen Spot natürlich getroffen. Er hat ein Powerwolf-Shirt angehabt. Und ich sage, coole Sache. Finde ich echt cool, dass er dazu steht und Metal-Shirts während seinen Auftritten trägt. Das war ja das, was ich gestern schon mal angesprochen habe. Das ist die Frage, warum er überhaupt mit so einem T-Shirt auftreten darf, dass die WWE nicht verbietet oder so. Aber Werbung machen glaube ich wohl kaum. Ich glaube nicht, dass eine WWE das zulässt, dass er für irgendeine Band Werbung machen darf. Ja gut, ich glaube, hier kommt jetzt nichts mehr. Darf ich dann das nächste anfangen? Darfst du gerne, wenn du das willst. Ja, das möchte ich, weil das frustriert mich ungemein. Es war ja die ganze Zeit so, dass klar war, dass New Day im speziellen Kofi immer noch auf eine Antwort bzw. eine Rechtfertigung von Vince McMahon wartet und eigentlich auch eine vernünftige Chance fordert, endlich ins Titelgeschehen eingreifen zu dürfen. Und das war dann auch eine ganz, ganz lange Promo. Und sie, besonders Kofi, war dann auch irgendwann an dem Punkt, wo es echt emotional wurde, wo er immer wieder gesagt hat, ich beschwere mich über nichts, ich lasse mir hier alles gefallen, ich höre mir an, was ich machen soll, ich mache, was ich machen soll, ich mache es, wann ich es machen soll. Und das seit 11 Jahren.
Und alles, was ich jetzt von Ihnen erwarte, ist endlich mal eine Antwort, was ich tun muss, damit ich die Chance kriege, die ich verdiene, nämlich um den Titel anzutreten. Ja, diese Promo war so geil und da muss ich tatsächlich meinen Hut auch mal vor Vince ziehen, denn das war dann schlussendlich so ein Hin und Her, weil sich dann auch Big E und Xavier Woods immer wieder eingemischt haben, von wegen Kofi hätte es doch verdient. Und Vince dann ganz trocken, der hat einen Scheißdreck verdient und der kriegt von mir einen Scheißdreck. Und das war so gut, dass Michi und ich hier gesessen haben und haben gesagt, schon alleine der Versuch, der reine Versuch, sich Vince als Face vorzustellen, der geht sowas von in die Hose, das geht überhaupt nicht. Ja, das Ganze endete dann darin, dass Vince ihm tatsächlich eine Möglichkeit gibt, um den Titel anzutreten in einem Gauntlet-Match. Ich glaube, insgesamt 7 Teilnehmer mit ihm für nächste Woche. Holy fuck, was soll ich davon halten? Also, ich halte davon relativ wenig, weil für mich ist das, wie Evo letztes Mal erzählt hat, einfach alte Storyline aufgreifen mit Daniel Bryan. Ironie dabei ist, dass Daniel Bryan sogar selbst sagt, dass Kofi Kingston ein B-Plus-Player ist, von dem her. Ich weiß nicht, die Storyline interessiert mich jetzt von Mal zu Mal weniger. Und die Promo war zwar gut von beiden Seiten, aber die Storyline ist einfach unnormal scheiße. Ich habe auch währenddessen gesagt, es gibt einfach entweder Kofi den Titel oder lasst es, aber die Storyline ist einfach scheiße. Ja, vor allen Dingen, ich überlege mir halt, wo geht das Ganze hin? Du hast ja jetzt im Prinzip 2 Möglichkeiten. Entweder sie nutzen das Gauntlet-Match, um Kofi endgültig zu zerstören und im besten Fall daraus wirklich dann einen Heel-Turn zu ziehen, weil Kofi dann endlich der Kragen platzt. Oder sie bauen ihn so stark auf, dass wir langsam in Regionen kommen, Kofi meets Roman Reigns. Also als er muss anfangen und soll dann gegen 6 andere und 6 andere eher so die Gewichtsklasse Big E, also viele davon, ist schwierig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir werden es sehen, was da passiert. Ich finde es auch nicht wirklich gut, was man da gemacht hat, aber ich bin ja auch schon seit längerem über diese Storyline am Meckern. Ich muss Daniel aber auch zustimmen mit dem, was Vince alles gesagt hat. Also, in dem steckt echt der geborene Heel. Den als Face kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, der war überhaupt noch kein einziges Mal ein Face. Ja, dann ziehe ich jetzt einfach mal ein Abschlussfazit zu SmackDown. Fand es nicht so gut wie die letzten Wochen. Auch bei SmackDown hatte ich einige Sachen zu kritisieren. Die Matches waren nicht ganz so gut wie die letzten Wochen. Die Promos war eigentlich wenig Neues dabei. Oder sozusagen gar nichts. Deswegen ziemlich schade. Ich fand diese Woche weder Raw noch SmackDown wirklich gut. Mein Resümee ist tatsächlich, wie gesagt, dass ich Raw besser fand als SmackDown. Was aber daraufhin oder daher rührt, was wir eben schon angesprochen haben. Ich habe mir das eben mal so durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, dass das wirklich miteinander zusammenhängt. Du, Malu, hast das schon kritisiert bei Raw, dass du 40 Minuten Matchzeit aus 3 Stunden Sendung rausholst. Und bei 1,5 Stunden Sendung fällt einem das als Zuschauer natürlich noch wesentlich mehr auf, wenn die Show eigentlich zu 85% mit irgendwelchen Labersegmenten vollgestopft wird. Und deswegen fand ich SmackDown echt schwach. Aber dann gehen wir doch jetzt zu NXT. Und das ist wieder genau das Gegenteil von Raw und SmackDown. Wenig Gelaber, dafür viel gute. Ja, NXT hat diesmal angefangen mit dem Tag-Team-Match der 2. Runde des Dusty Rhodes Classic, Mustache Mountain gegen die Forgotten Sons. Was die Forgotten Sons gewonnen haben nach einem wirklich, wirklich guten Match. Auch hier muss ich sagen, ein richtig starker Opener. Viele sind ja nicht so wirklich Fan von. Gerade bei Forgotten Sons merkt man einfach das Wasser. Man hat auch eine richtige Match-Story von da immer drauf gegangen. Was ich am Ende schade fand, mit reingezogen hat, weil er Bait gepinnt hat. Aber es ist dann wieder so Meckern auf hohem Kleinigkeit. Ich war da stark. Ja, ich fand auch, war ein relativ gutes Match. Guter Opener. Schön mit anzusehen. Faires Match. Und ja, verdiente Sieger, wie ich fand, von den Forgotten Sons. Ja, Luki, du hast es gerade schon angedeutet. Ich bin tatsächlich nicht so der Tag-Team-Fan. Deswegen nervt mich NXT gerade auch so ein bisschen. Nicht von der Qualität her, sondern so viel Tag-Team-Wrestling.
Aber es war schon echt schön anzusehen, was man zu sehen gekriegt hat. Und diese Woche war es ja Gott sei Dank nicht ganz so schlimm wie letzte Woche. Da hatte man ja wenigstens noch so zumindest ein oder zwei Segmente, die eben kein Tag-Team waren. Und ja, Forgotten Sons, verdienter Sieger aus einem unheimlich starken Opener-Match für beide Teams. Und wir sind jetzt in der zweiten Runde. Da kann ich mich nicht mal beschweren über die Paarungsansetzung, weil irgendwann musst du halt auch Teams gegeneinander stellen, die beide eigentlich mehr verdient haben und dass dann Mustache Mountain einfach in den sauren Apfel beißen muss. Ist zwar schade, aber völlig okay. Ja, sehe ich auch genauso. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter. Es gab ein kleines Backstage-Segment noch von Matt Riddle. Er wurde gefragt, warum er denn letzte Woche Velveteen Dream konfrontiert hat. Er wollte eigentlich nur Hi sagen, hat er gesagt, und sich den Titel aus etwas näher anzusehen. Doch dann kam Adam Cole. Er hat gesagt, er versteht nicht, warum Matt Riddle sich vorstellt, dass er irgendwie mal eine Chance verdient hätte auf diesen Titel. Denn er würde sich den Titel zurückholen und das wäre undisputed. Ja, für das nächste Match kam dann Shayna Baszler zum Kommentatorenpult. Denn das nächste Match hieß Io Shirai gegen Bianca Belair. Und die Gewinnerin ist Number One Contender für Takeover auf den Titel von Shayna Baszler. Nach 5 Minuten und 30 Sekunden war das Match dann aber auch vorbei, nachdem Shayna Baszler beide attackiert hat. Und dann kam noch Kairi Sane rein, hat sich auch noch mit Shayna Baszler angelegt, doch im Endeffekt wurde auch sie abgefertigt. Anschließend schirmt Shayna Baszler dann aus der Halle hinaus und wird befragt, warum sie denn alle attackiert hat. Sie sagte, sie findet, dass keine dieser drei Frauen überhaupt ein Anrecht auf ein Titelmatch hätte. Daraufhin wird ihr allerdings gesagt, dass William Regal ein Fatal 4-Way-Match um ihren Titel für Takeover vor WrestleMania angekündigt hat. Ja, Classic Matt Riddle und Adam Cole. Also, dass Matt Riddle geplant ist und dann einfach sagt, ja, ich wollte nur heißen. Wie gesagt, Classic Matt Riddle. Läuft für mich eher auf ein Titelmatch für Matt Riddle aus und nicht für Adam Cole. Bin ich da gespannt, wie es da in der Zukunft weitergeht. Denn Matt Riddle gegen Velveteen Dream würde ich schon gerne sehen. Und das Number One Contenders Match war jetzt nicht so hart zu sehen, dass eine Bianca Belair, also Shayna Baszler, eingreift. Aber als man dann halt am Anfang gemerkt hat, okay, sie ist am Kommentatorenpult, hätte man sich das eigentlich denken können. Und ja, es läuft halt auf dem Fatal 4-Way raus. Das ist, denke ich, die beste Entscheidung. So könnte man Shayna Baszler den Titel abnehmen oder pinnen. Es ist so der Standard habe, wenn man Titel wechselt. Deswegen, ja, wird wahrscheinlich Shayna Baszler nicht gepinnt und dann hochgezogen. Dann ist NXT wieder nicht mehr so verseucht, wie es jetzt ist, von Shayna Baszler zufrieden. Und ja. Ja, Io Shirai als Number One Contender freue ich mich total drauf, absolut. Gerne auch in dem Multimatch, habe ich überhaupt kein Problem mit. Zu dem Ding mit Matt Riddle möchte ich nichts sagen, weil ich aus diversen Gründen mehr weiß als alle anderen. Und deswegen bin ich da einfach raus. Ich freue mich auf NXT TakeOver. Io Shirai, bitte gewinn den Titel, habe ich nichts gegen. Auf zum nächsten. Was soll ich dazu sagen? Warum musste wieder eine Shayna Mario Basler in dieses Match eingreifen? Ich kann es langsam nicht mehr sehen. Ich hätte auch gerne ein 1 gegen 1 gesehen bei TakeOver, aber jetzt ein Fatal 4-Way-Match ist interessant. Ich hoffe, dass endlich Shayna Basler verlieren wird. Bin echt gespannt, wer da am Ende mit dem Titel rausgeht. Ja, ich bin auch gespannt, wer am Ende das Fatal 4-Match dann gewinnen wird. Und jetzt lasse ich einfach mal Hergi sprechen. Danke, Malu. Ja, ich bin auch relativ gespannt. Fand es ein schönes Match, bis Mario Basler angegriffen hat. Zumindest eine weibliche Hälfte der Person, wie man es auch nennen mag. Vor dem Fatal 4-Way könnte echt interessant werden. Also ich bin echt gespannt, wie sie es weiter aufziehen. Von daher, lassen wir uns einfach überraschen. Ja, dann gehen wir auch schon zum letzten Match des Tages. Nämlich Aleister Black und Ricochet gegen DIY, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano. Dieses Match war unglaublich gut. Es ging 13 Minuten und 30 Sekunden. Also man hat ihnen wirklich Zeit gelassen, ein Match aufzubauen. Und nicht nur das Match war gut, sondern auch die Match-Story war super, denn irgendwann im Match hat Johnny Gargano sich eine Knieverletzung zugezogen, worauf wir gleich noch eingehen werden. Und deshalb musste Tommaso Ciampa dann quasi ein Handicap-Match bestreiten und am Ende nach dem Black Mass und dem 630 hinterher
war es dann vorbei. Also ja, ich fand echt mega geil. Ein echt starkes Sagen. Also die vier im Ring zusammen ist echt einfach Weltklasse. Und da merkt man auch wieder, bei NXT sind Aleister Black und Ricochet im Tag Team einfach viel besser als bei Raw oder SmackDown, weil da bekommen sie Matchzeit, da können sie das zeigen, was sie wollen und auch gerade das zeigen, was sie können. Nicht so wie bei den Main-Shows. Deswegen bin ich da echt zufrieden. Das mit der Knieverletzung, wie gesagt, also dieser angeblichen Knieverletzung, Mario hat ja schon gesagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auch mega nice gemacht. So hat er halt, wie gesagt, Ciampa das Handicap-Match, hat er nicht verloren. Und das Ende war halt dann wieder richtig nice, indem Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano turnen wollte und Gargano aber kontern konnte und ihn dann selbst in das LED-Board geworfen hat. Richtig nice gemacht. Und da fragt man sich, war das die Idee von Candice LeRae? Also ich fand das mit auch richtig stark. Mit der vermeintlichen Knieverletzung, ja, wurde ja daraus dann am Ende, dass es doch keine war und es nur gespielt war, diese Knieverletzung. Ja, wäre ein guter Aufbau für WrestleMania, für die NXT-Ausgabe von WrestleMania geworden, für den Takeover. Aber wie wir ja alle wissen, hatte Ciampa diese Nackenoperation und wird jetzt nicht antreten können. Bin echt gespannt, wie es jetzt mit dem NXT-Titel weitergeht, ob Gargano trotzdem in dieses Match reinkommt und gegen wen muss er dann antreten, falls er reinkommen sollte. Aber das Match war echt richtig nice. Bin auch echt gespannt, wer jetzt dieses Finale gewinnt, ob Aleister Black und Ricochet oder die Forgotten Sons. Ich hoffe ja auf Aleister Black und Ricochet, auch wenn dann scheinbar schon klar ist, dass am Ende War Raiders gewinnen werden, da ja Aleister Black und Ricochet dann vermutlich aufsteigen werden und nicht mehr bei NXT auftreten werden. 13 Minuten 27 Matchzeit. Also, man muss echt sagen, DWW ist lernfähig. Zumindest was NXT betrifft, zumindest ein Teil der Obrigkeit der WWE, sprich unser lieber Hunter, unser lieber Triple H, also, der die Macht. Hagi, in NXT muss man nicht lernfähig sein, schon seit Jahren. Ja, zumindest unser Hunter Triple H, der die Macht bei NXT hat. Ja, wenn sie bei den Main-Shows schon klein gehalten werden, dann bringt man sie wenigstens bei NXT groß raus. Wie gesagt, Matchzeit 13,5 Minuten. Genial. Wie gesagt, ich wiederhole es wieder mal. Ich finde Aleister Black, Ricochet, gerade Ricochet, seine High-Flying-Moves immer echt genial. Finde es klasse, dass sie bei NXT wirklich Matchzeit bekommen, um zu zeigen, was sie können. Ja, die Verletzung war natürlich nicht so gut von Johnny Gargano. Aber im Endeffekt für das Storytechnisch war sie wahrscheinlich echt richtig gut und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn in 2 Wochen Ricochet und Aleister Black gegen die Forgotten Sons antreten. Ich gehe auch davon aus, dass sie weiterkommen, dass sie ins Finale kommen, dass sie dann mehr oder weniger leider gegen die War Raiders verlieren, aber dafür werden sie ja dann ins kompletten Main Roster aufsteigen, wo sie ja auch noch die Chance auf einen Titel haben und ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt, war ein super Match. Und der nächste bitte. Ja, also nochmal kurz auf das einzugehen. Ich finde es sogar besser, wenn Aleister Black und Ricochet antreten gegen die War Raiders. Denn wenn du jetzt den Suns lässt und sie dann die War Raiders verlieren lässt, wäre es, denke ich, schlechter für Forgotten Suns. Deswegen lieber gar nicht gewinnen lassen, dann passt das so. Und dass die War Raiders die Titel verteidigen werden, egal wer weiterkommt, ist, denke ich. Einzige, was für mich absolut noch nicht klar ist, was hier schon mehrfach diskutiert wird, ist, da der tatsächlich angebliche Komplett-Call-Up von den beiden, das stelle ich tatsächlich noch in Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Triple H noch ein bisschen an den beiden festhalten wird. Hoffen wir. Vielleicht werden sie auch Champions, dann ich hoffe es. Aber ich denke, glaube nicht dran. So, ich würde dann sagen, wenn keiner mehr irgendwas zu sagen hat, dann nochmal ein Abschlussfazit zu NXT. Ich fand es wieder wirklich gut. Besser als Raw und SmackDown. Und ich würde mich dann auch verabschieden von der heutigen Sendung. Oder wollt ihr noch irgendwas sagen? Nein, von mir gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Fand auch NXT war wieder das Beste von der Woche. Und Respekt an Malu, dass er so durchgezogen hat mit seiner leichten Erkältung, was er hat. Und dann verabschiede ich mich auch und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Ciao. Ja, ich habe auch nichts mehr zu merken, außer, dass ich hoffe, dass es wie so oft gefallen hat. Denn wenn es euch gefallen hat und ihr kommentiert und sagt, dass es euch gefallen hat, macht uns das stolz und wir haben umso mehr Spaß, die nächste Folge aufzunehmen. Ja, hiermit verabschiede ich mich auch von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß dann beim Zuhören der nächsten Folge und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
Ja, was soll ich groß sagen? Es ist alles gesagt worden. Ihr als Zuhörer wisst, was ihr zu tun habt, was ihr tun könnt, was ihr tun müsst, um uns zu helfen. Und von daher macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.